Heute Abend möchte ich über einige Frauen sprechen, deren Leben sich völlig verändert hatte, als sie den Buddha trafen oder als sie mit dessen Lehre in Kontakt kamen. Die Lebensgeschichten dieser Frauen sind eine Quelle großer Inspiration und zugleich zeigen sie, dass die Probleme und Schwierigkeiten dieser Frauen gar nicht so verschieden waren von den Problemen und Schwierigkeiten, denen wir heutzutage begegnen. Wenn wir hören, was sie alles durchzumachen hatten, kann das als Ansporn dienen, auf dem Weg zur Freiheit weiterzugehen. Es hilft, den Mut nicht zu verlieren und nicht aufzugeben. Wenn wir erfahren, welchen fast unüberwindlichen Hindernissen einige dieser Frauen und Nonnen begegneten. Es kann unseren Willen stärken, den Weg weiterzugehen, bis wir den Zustand erreichen, in dem sich alle Hindernisse aufgelöst haben und die Befreiung erreicht worden ist. Die Lehre des Buddha sollte als Wegweiser benutzt werden. Und sie muss in die Praxis umgesetzt werden, wenn wir einen Nutzen daraus ziehen wollen. Es genügt nicht, die Lehre nur zu studieren oder auswendig zu lernen. Der Wert dieser Lehre liegt in der Tatsache, dass sie sich an menschliche und existenzielle Probleme wendet und einen Weg aufzeigt, wie man damit umgehen kann. Alle Reden und Ratschläge des Buddha waren sehr praktische und hilfreiche Ratschläge, wie man das Leiden oder die Unzufriedenheit überwinden und Glück und Frieden finden kann. Diese Geschichten zeigen, dass die Lehre des Buddha eine verlässliche Quelle ist und dass die transformative Kraft dieser Lehre zur Befreiung führen kann. Das Dhamma, das ist die Lehre des Buddha, das Dhamma kommt zum Leben, wenn es unser Leben berührt und Veränderung hervorruft. Und es ist durch die Sangha, das ist die Gemeinschaft derer, die die Lehre praktizieren, dass der lebendige Strom der Lehre durch die Jahrhunderte fließt. Die Sangha ist aufgeteilt in vier Gruppen, die Nonnen und die Mönche, Laienfrauen und Laienmänner. Zur Zeit, als der Buddha lebte, war es sehr revolutionär, dass Frauen als Praktizierende angenommen wurden und dass sie das Dhamma ausüben konnten. Bis zu jener Zeit waren Frauen von jeglichen religiösen Ämtern oder Praktiken völlig ausgeschlossen. Im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung sagte der Buddha, dass die Frauen die gleiche Fähigkeit hätten, Erleuchtung zu erlangen wie die Männer. Die zahlreichen Nonnen und Laienfrauen, die der Lehre des Buddha folgten, bewiesen, dass ein weiblicher Körper kein Hindernis ist, um volle Erleuchtung zu erreichen. Wenn man ethischen Grundsätzen folgt, sich in Konzentration und Sammlung übt und Weisheit entwickelt, dann kommt es nicht darauf an, ob man mit einem weiblichen oder einem männlichen Körper geboren wird. Erleuchtung geschieht unabhängig von oberflächlichen Unterscheidungen wie Geschlecht, Rasse oder Kaste. Viele dieser Nonnen und Laienfrauen wurden zu Vorbildern in Weisheit, liebender Güte, Mitgefühl und Großzügigkeit. Zwei dieser außergewöhnlichen Frauen waren die Nonnen Khema und Upalavana. Die ehrwürdige Khema war unübertreffbar in Weisheit. Und die ehrwürdige Upalavana war unübertrefflich in übernatürlichen Kräften. Sie waren die zwei weiblichen Hauptschülerinnen des Buddha.
Ihre männlichen Gegenstücke waren der ehrwürdige Shariputta und der ehrwürdige Moggallana. Neben diesen beiden Nonnen gab es noch zahlreiche weitere erleuchtete Nonnen und Laienfrauen, die mit außergewöhnlichen Fähigkeiten in den verschiedensten Bereichen ausgestattet waren. 13 Nonnen und 10 Laienfrauen bekamen die Auszeichnung unübertroffen in, zum Beispiel die ehrwürdige Dhammadina war unübertroffen im Lehren des Dhamma, oder die ehrwürdige Patachara war unübertroffen in der Vinaya. Die Vinaya, das sind die Regeln der Nonnen und der Mönche. Oder die ehrwürdige Kisa Gotami war unübertroffen im Tragen von Flickenroben. Oder die Laienfrau Visakha war unübertroffen in der Großzügigkeit. Oder die Königin Samavati war unübertroffen in liebender Güte, Metta. Wir haben ihre Geschichte vor 2 Tagen gehört. Oder die Laienfrau Supya war unübertroffen im Pflegen der Kranken. Eine recht große Anzahl der Frauen trat der Sangha bei, nachdem ihre kleinen Kinder gestorben waren. In jener Zeit war die Kindersterblichkeit noch viel größer als heutzutage. Ihr Kummer und die völlige Niedergeschlagenheit war der Funke, der den starken Wunsch zum Aufglühen brachte, nicht nur ihrem Kummer und ihrer Niedergeschlagenheit ein Ende zu bereiten, sondern allem Leiden ein Ende zu bereiten. Zum Beispiel Ubiri, sie trauerte sehr über den Tod ihrer kleinen Tochter, bis der Buddha ihr zu verstehen gab, dass sie beim selben Leichenfeld schon 1000 Male von ihren Kindern hätte Abschied nehmen müssen, die sie in ihrem vergangenen Leben geboren hatte. Da sie in der Vergangenheit schon viele verdienstvolle Taten vollbracht hatte, genügte diese kurze Belehrung, um die trauernde Mutter Ubiri auf der Stelle in eine erleuchtete Frau zu verwandeln. Sie wurde ein Arahant, eine voll erleuchtete Person, die den unendlichen Zyklus von Geburt und Tod ganz klar erkannte, und sie war bereit, ihn hinter sich zu lassen. Die Geschichte von Patachara ist noch viel dramatischer. Sie verlor nicht nur ihre 2 kleinen Kinder, sondern auch ihren Ehemann, ihre beiden Eltern und ihren Bruder. Das war zu viel für diese junge Frau, und sie verlor den Verstand. Durch Buddhas Mitgefühl und einer geeigneten Rede kam sie wieder zu Sinnen, und am Ende der Belehrung erreichte sie sogar die erste Stufe der Erleuchtung. Der Buddha sagte ihr, dass die Menge ihrer Tränen, die sie über den Verlust ihrer Liebsten geweint hätte, größer sei als die Menge des Wassers in den 4 Ozeanen. Patachara ordinierte als Nonne, und es dauerte gar nicht so lange, bis sie volle Erleuchtung erreicht hatte. Etwas später wendete sie sich eines Tages an eine Gruppe von 500 trauernden Müttern. Sie sagte, woher die Menschen kommen, wir wissen es nicht. Wohin die Menschen gehen, der Pfad bleibt uns verborgen. Warum denn trauern um diejenigen, die zu uns kamen? So und nicht anders ist die wahre Natur aller Lebewesen. Die ehrwürdige Patachara illustrierte für diese Mütter das natürliche und unpersönliche Gesetz von Geburt und Tod. Die 500 Mütter ordinierten alle auch als Nonnen, und auch sie erreichten alle Erleuchtung. Frauen
neigen mehr zu Anhaftung an ihre Kinder als Männer, bedingt durch ihren Körperbau und durch die Rollenzuweisung von Familie und Gesellschaft. Und damit leiden sie auch mehr beim Verlust ihrer Kinder. Doch auf der anderen Seite können Frauen aus diesem Leiden lernen und sehen, dass Anhaften und Festhalten zu unermesslichem Leiden führt. Wenn diese schmerzvollen Erfahrungen im Streben nach Befreiung einbezogen werden, so können sie zu tiefen Einsichten führen und die Entwicklung des Bewusstseins fördern. Der Buddha wies darauf hin, dass es 5 Arten des Leidens gibt, denen nur Frauen unterworfen sind. 3 dieser Arten haben mit dem weiblichen Körperbau zu tun, und das ist die Menstruation, Schwangerschaft und Geburt. Die anderen beiden Arten sind mehr sozialer und gesellschaftlicher Art und heutzutage nicht mehr so verbreitet wie zu den Zeiten Buddhas, wenigstens nicht hier im Westen. Das ist, nach der Heirat musste die Frau ihre Familie verlassen und im Haushalt ihres Ehemannes leben. Und sie musste ihrem Ehemann treu dienen. Als es Frauen gelingt, diese Benachteiligungen in Erfahrungen zum geistigen Wachstum zu transformieren, dann können sie die Universalität und die Allgegenwärtigkeit des Leidens realisieren und schließlich überwinden. Ein anderes Beispiel einer trauernden Mutter war Kisa Gotami. Sie konnte den Tod ihres kleinen Sohnes überhaupt nicht akzeptieren. Ich werde euch ihre Geschichte erzählen, so dass ihr sehen könnt, wie sie ihre große Trauer mit Hilfe des Buddha überwinden konnte. Kisa Gotami konnte die Grenzen einer wehklagenden Frau transzendieren, indem sie eine der grundlegenden Eigenschaften aller Lebensformen realisierte. Das ist Kisa Gotamis Geschichte, wie ich sie in einem burmesischen Buch niedergeschrieben fand. Auf dem Vorplatz eines Hauses im alten Indien stand eine Gruppe von Leuten und sie redeten auf eine junge Frau ein. Und die junge Frau entgegnete, »Nehmt mir meinen Sohn nicht weg, gebt ihn mir zurück. Ich kann es nicht ertragen, wenn man ihn einfach wie einen toten Hund wegwirft.« Die junge Frau zerrte das Baby wieder zurück in ihre Arme. Sie wollte nicht, dass er zum Leichenfeld genommen würde. Eine ältere Frau wandte sich zu der jungen Frau und sagte, »Meine liebe Tochter, Tote jeglichen Alters werden zum Leichenfeld getragen. Man kann sie nicht ewig im Hause behalten.« Doch die junge Frau erwiderte, »Nein, nein, erst durch die Geburt meines Sohnes hat mich mein Ehemann und seine Familie völlig akzeptiert. Ich kann meinen Sohn nicht weggeben.« Das Haar dieser jungen Frau war zerzaust und ihr Körper war sehr hager. Darum hatte sie auch den Namen Kisa Gotami bekommen, die Hagere. Weinend hielt sie ihren Sohn in den Armen und sagte leise zu ihm, »Mein geliebter Sohn, ich kann dich nicht weggeben.« Die Leute auf dem Vorplatz diskutierten, wie sie das tote Baby von Kisa Gotami wegnehmen könnten. Als sie hörte, was die Leute diskutierten, schlich sie sich weg und verließ den Hof durch eine Seitentüre. Sie rannte die Straße hinunter und als sie ein wenig müde war, setzte sie sich in den Schatten eines Baumes, der nahe an der Straße stand. Und sie erinnerte sich, dass es nun Zeit sein müsse, ihren kleinen Sohn zu stillen. Sie setzte ihn an ihre Brust, doch
Er sagte keine Milch. Erst dann erinnerte sie sich wieder, dass ihr Sohn ja tot war. So stand sie auf und ging hinauf zur Straße und wandte sich an den ersten Mann, der daherkam. Sie sagte zu ihm, »Bitte, bitte, hilf mir, mache meinen Sohn wieder lebendig.« Der Mann schaute sie an, drehte sich um und lief weg. Doch Kisa Gotami gab nicht auf. Sie rannte zum nächsten Haus, klopfte an die Tür und sagte zur Frau, »Oh bitte, Schwester, hilf mir, mache mir meinen Sohn wieder lebendig.« Doch die Frau schaute die beiden nur an. Auch sie konnte ihnen nicht helfen. Kisa Gotami rannte nun zurück zur Straße und bat alle Leute, die sie traf, ihrem Sohn zu helfen. Weinend zeigte sie ihnen ihren Sohn. Einer der Männer, der vorbeilief, blieb stehen und ging etwas näher heran zu Kisa Gotami. Sie schaute ihn an und sagte, »Bitte, mache meinen Sohn wieder lebendig. Ansonsten muss ich als Sklave dienen für den Rest meines Lebens.« Der Mann schaute in ihre ruhelosen und sorgvollen Augen, und er sah, dass sie nahe daran war, den Verstand zu verlieren. Sanft sagte er, »Meine junge Frau, warum sind Ihre Kleider so unordentlich? Warum ist Ihr Haar so zerzaust? Was ist geschehen?« Und Kisa Gotami sagte, »Mein Bruder, mein kleiner Sohn ist tot. Er saß keine Milch mehr. Er schreit nicht mehr. Bitte, gib mir doch ein Heilmittel, das ihn wieder zum Leben bringt. Das ist alles, was ich möchte.« Und der junge Mann sagte, »Ach, das ist alles? Das ist doch einfach.« Und Kisa Gotami, »Es ist einfach? Wie kann ich das kriegen?« Und der junge Mann sagte, »Gehe zum Chetavana-Kloster und bitte den Buddha, der dort wohnt, um dieses Heilmittel.« Mit einem leichten und glücklichen Herzen rannte Kisa Gotami zum Kloster, wo der Buddha gerade vor einer großen Menge einen Vortrag hielt. Kisa Gotami kümmerte sich nicht um diese vielen Leute. Sie ging nach vorne, direkt dorthin, wo der Buddha saß, und kniete nieder vor seinem Sessel. Zu ihm aufschauend sagte sie, »Ehrwürdiger, bitte gib mir ein Heilmittel für meinen Sohn, so dass er wieder zum Leben kommt.« Die Zuhörer regten sich über diesen ungewollten Eindringling auf und sie waren fast schon daran, sie wieder hinauszuwerfen. Doch der Buddha sah, dass ihr Bewusstsein hochentwickelt war und so sagte er voller Mitgefühl, »Kisa Gotami, meine Tochter, um deinem Sohn zu helfen, musst du mir ein Senfkorn bringen, von einem Haus, in dem noch nie jemand gestorben ist.« Kisa Gotami stand auf, verließ das Kloster und rannte in die Stadt. Beim ersten Haus hielt sie an und bat um ein Senfkorn. Die Frau gab ihr bereitwillig ein Senfkorn. Das war etwas, das in jedem Haus vorhanden war zu jener Zeit. Und als dann Kisa Gotami sagte, dass es auf einem Haus sein müsse, in dem noch nie jemand gestorben sei, da erwiderte die Frau, dass in diesem Hause schon so viele Menschen gestorben seien, dass sie sie gar nicht mehr zählen könnten. Enttäuscht verließ Kisa Gotami das Haus und ging zum nächsten Haus. Auch dort wurde ihr bereitwillig wieder ein Senfkorn gegeben, aber auch dort wurde ihr gesagt, dass schon viele Menschen in diesem Haus gestorben seien. Und so ging sie weiter zum nächsten Haus und dann zum nächsten und zum nächsten, von einem Haus zum anderen,
und überall kriegte sie die gleiche Antwort. Als sie zu den letzten Häusern in der Stadt kam, da begann es ihr zu dämmern. Sie realisierte, wie ihr Herz vom Feuer des Kummers verzehrt wurde und dass die Suche nach einem Heilmittel vergebens war. Der Tod war gegenwärtig in jedem Haus und keine Familie, und es gab keine Familie, die nicht um den Hinschied eines Familienmitglieds trauerte. Wie sie so in ihrer Betrachtung versunken war, sah sie auch die Nutzlosigkeit ihrer Trauer und Wehklage. Ungemein dankbar für Buddhas Hilfe und Beistand, nahm sie ihren Sohn, trug ihn zum Leichenfeld und warf ihn in die Grube. Sie realisierte nun zutiefst in ihrem Herzen, dass nicht nur Familienangehörige, Verwandte, Bekannte, Leute aus dem Dorf oder der Stadt sterben müssen, sondern dass alle lebenden Wesen der Geburt und dem Tod unterworfen sind. Sie verstand nun die vergängliche Natur aller Lebewesen vollkommen klar und deutlich. Danach ging sie zum Jetavana-Kloster zurück und verbeugte sich vor dem Buddha. Er fragte sie: Meine liebe Tochter, Kesa Gotami, hast du ein Senfkorn bekommen? Und Kesa Gotami antwortete ihm: Ehrwürdiger, ich brauche kein Senfkorn mehr. Ich habe kein Verlangen mehr, meinen Sohn wieder lebendig zu machen. Bitte hilf mir und zeig mir einen Weg, wie ich unabhängig und frei werden kann. Der Buddha hielt ihr eine Rede, und während sie zuhörte, wurde sie ein Sotapanna. Sie erreichte die erste Stufe der Erleuchtung. Am Ende des Vortrages bat sie, als Nonne ordinieren zu dürfen. Nach ihrer Ordination praktizierte sie Einsichtsmeditation am Fuße eines Baumes. Eines Tages sandte der Buddha Lichtstrahlen aus und sprach einen Vers. Als Kesa Gotami das hörte, erreichte sie die volle Erleuchtung. Für ihre Roben suchte die ehrwürdige Kesa Gotami Fetzen und alte Stoffresten zusammen an Orten wie Leichenfeldern, Abfallhaufen oder am Rand der Straße. Diese nähte sie sich dann zusammen zu einer Nonnenrobe, und sie kleidete sich ausschließlich mit diesen Fetzenroben. Darum gab ihr später der Buddha die Auszeichnung unübertroffen im Tragen von Fetzenroben. Eine andere Hürde auf dem Weg zur Befreiung ist die Anhaftung an Schönheit und der daraus resultierende Stolz oder Einbildung, Hochmut, Überheblichkeit. In allen Zeitaltern haben Frauen, aber auch Männer, verschiedenste Mittel benutzt, um ihr Aussehen zu verschönern und um die Zeichen des Alterns zu verdecken. Natürlich ist es ein vergeblicher Versuch, vorzugeben, dass der Körper nicht altert und zerbrechlich wird. Wenn wir hingegen dem Alterungsprozess mit Weisheit anstatt mit Cremen und Lotions oder Facelifts zu begegnen, dann können wir unser Verständnis der Vergänglichkeit oder der Unverständlichkeit in allen Bereichen vertiefen. Ambapali, Vimala und die Königin Kema, das waren drei Frauen, die zur Zeit des Buddhas lebten und die sehr besessen waren von ihrer Schönheit.
Ambabhali war eine reiche und außergewöhnlich schöne Kurtisane in Visali. Oder in anderen Worten könnten wir sagen, sie war eine High-Class-Prostituierte. Ihre Klienten, das waren die Lichavi-Prinzen. Bevor sie die Vorträge des Buddha hörte, war ihr Hauptanliegen, ihre Schönheit zu bewahren. Nachdem sie den Buddha getroffen hatte, konnte sie der Tatsache, dass der Alterungsprozess unausweichlich ist, ins Gesicht schauen und akzeptieren. Sie sah ein, dass auch ihre Schönheit welken musste, wie Blumen. Etwas später ordinierte sie als Nonne und auch sie erlangte Befreiung. Als sie schon ziemlich alt war, da richtete sie sich mit den folgenden Versen an ihre Nonnenschülerinnen. O meine geliebten Töchter, in meinen jungen Jahren war mein Haar schwarz, genauso wie die Farbe des Ebenholzes. Jetzt ist es weiß und welk wie Leinenfasern. In meinen jungen Jahren waren meine Zähne weiß, genauso wie die Knospen der Jasminblüten. Jetzt sind sie gelb und verlöchert. Die Backen fallen mir ein, ein widerliches Antlitz. Die ehrwürdige Ambabhali hatte eingesehen, dass alle Reize des Körpers, dem Alter, dem Verfall und der Widerlichkeit Platz machen müssen. Jegliche Schönheit, so perfekt sie auch erscheinen mag zu einem gewissen Zeitpunkt, ist nicht von Dauer und ist dem Wandel, dem Verfall unterworfen. Vimala war eine andere Frau, die von ihrer Schönheit besessen war. Sie war nur eine ganz gewöhnlich Prostituierte, den Fußstapfen ihrer Mutter folgend. Und sie sagte von sich, ich war sehr stolz auf meine Schönheit und herablassend schaute ich auf andere Frauen. Keine der anderen konnte es mit meiner Schönheit aufnehmen, so dachte ich. Ich verschönerte und schmückte diesen meinen Körper. Dann stand ich unter die Türe, um meine Beute in die Falle zu locken. Wenn ich mich auszog, war ich die Frau ihrer Träume. In ihrem Falle war es der ehrwürdige Moggallana, der sie auf ihre Blindheit der Realität aufmerksam machte. Er sagte ihr, dass dieser Körper nichts anderes sei als eine stinkende und widerliche Ansammlung von Knochen, Fleisch, Urin, Blut und so weiter. Dass es nichts gebe, das als wirklich schön oder rein und beständig angesehen werden könnte. Vimala realisierte ihre Einbildung und sie verstand, dass alles dauernd dem Verfall am Verfallen ist. Genau wie Ambabhali ordinierte sie auch als Nonne. Und auch sie fand die Freiheit des Herzens. Kema, das war die Hauptkönigin von König Bimbisara. Auch sie war vollkommen eingenommen von ihrer Schönheit. Sie weigerte sich kategorisch, zum Buddha zu gehen oder seine Vorträge zu hören, da sie auch einen Kommentar zu ihrer Anhaftung an ihre Schönheit fürchtete. Ich habe euch die Geschichte der Königin Kema vor ein paar Tagen schon erzählt. Sagte euch, wie es dem König Bimbisara dann doch gelang, Kema in das Kloster zu locken und wie sie dort auf den Buddha traf, der von einer ganz schönen und jungen Frau gefächert wurde und mit Hilfe seiner übernatürlichen Kräfte ließ der Buddha diese junge, schöne Frau langsam altern und schließlich fiel sie ja dann tot zu Boden und die Königin war natürlich schockiert.
Fassungslos und regungslos stand sie dort. Und nach einer Weile sagte ja dann der Buddha, meine schöne Kema, genauso wie der Körper dieser Frau ist die Natur deines Körpers. Da gibt es nichts Schönes, da gibt es nichts Beständiges und Reines. Lass los, lass deine Anhaftung los und du wirst die Freiheit des Herzens entdecken. Die Königin Kema hörte aufmerksam zu und langsam wurde ihr Geist ruhig und klar. Danach gab der Buddha ihr einen Vortrag und am Ende dieses Vortrages erreichte auch sie die erste Stufe der Erleuchtung. Danach bat sie den Buddha um Verzeihung, dass sie ihm immer auswich und ihn nie sehen und hören wollte. Als sie dann zum Palast zurückging, ging sie zu ihrem Gemahl, dem König Bimbisara, und bat um Erlaubnis, als Nonne ordinieren zu dürfen. Der König faltete die Hände zusammen und ergab ihr die Erlaubnis mit den folgenden Worten: Möge deine Ordination als Vikuni, als Nonne geschehen. 15 Tage nachdem die ehrwürdige Kema ordiniert wurde, beobachtete sie das Ausblasen der Öllampe. Dabei kam ein starkes Gefühl der Dringlichkeit und der Ergriffenheit hoch und innerhalb weniger Momente erreichte sie die volle Erleuchtung. Nicht lange danach, als sie unter einem Baum in der Meditation saß, da näherte sich ihr Mara, der Verführer. Er lud sie ein, sich mit ihm zu vergnügen. Doch die ehrwürdige Kema sagte, dass sie keinerlei Verlangen mehr hätte für jegliche Sinnesvergnügungen. Als Mara nun erkannte, dass sie ein Arahant war, da schlich er sich wieder davon. Später, als die ehrwürdige Kema in Doranavatu lebte, das ist zwischen Savatthi und Saketa, beantwortete sie die Fragen des Königs von Kosala. Als dann dem Buddha diese Fragen später gestellt wurden, beantwortete er sie in der gleichen Art und Weise. Darauf wurde der ehrwürdigen Kema die Auszeichnung Unübertroffen in Weisheit gegeben. Das Anhaften an Schönheit und der daraus resultierende Stolz und Einbildung waren eine gute Lehre im Falle dieser drei Frauen, Ambapali, Vimala und Kema. Es zeigte ihnen, wie völlig nutzlos es ist, wenn man sich an einen stets wechselnden und dem Verfall unterworfenen körperlichen Prozess anhaftet. Und im Falle der Königin Kema können wir uns daran erinnern, dass der Widerstand, mit dem Dhamma in Berührung zu kommen, auch nur ein temporärer Bewusstseinszustand ist. Solange unser Bewusstsein nicht geläutert ist, kommen wir nicht darum herum, gegen den Läuterungsprozess anzukämpfen. In den Therigathas, das sind die Verse der Nonnen oder die Lieder der Nonnen, da beendet die ehrwürdige Kema ihre Verse mit den folgenden Zeilen. Ich bin völlig frei von allen Sorgen. Buddhas Lehre ist vollbracht. Die ehrwürdige Kema hatte es vollbracht. Das heißt, sie hatte die Lehre des Buddha in die Praxis umgesetzt und sie bis zur Vollendung praktiziert. Und das führte sie jenseits des Leidens oder der Unzufriedenheit. Die Frauen oder Nonnen, volle Erleuchtung innerhalb einer kurzen Zeit, nachdem sie mit dem Buddha oder seiner Lehre in Berührung gekommen waren.
Das geschah aufgrund ihrer angesammelten Vollkommenheiten, die sie während tausenden von früheren Leben angesammelt hatten, in denen sie sich im ethischen Verhalten, in Sammlung und in Weisheit geübt hatten. Wenn sie das höchste Ziel auf der Stelle oder innerhalb einer kurzen Zeitspanne erreichten, so war das wie das Ernten der Früchte, deren Samen sie in der Vergangenheit gesät hatten. Als solches war es kein Wunder und nichts Außergewöhnliches, sondern nur das natürliche Resultat ihrer kontinuierlichen Anstrengung. Nicht allen, die den Buddha persönlich trafen, war es vergönnt, innerhalb einer kurzen Zeit befreit zu werden. Es gab Nonnen und natürlich auch Mönche, die sich jahrelang unermüdlicher Praxis zu unterwerfen hatten, bevor ihr Herz und Geist von den Befleckungen befreit waren. Citta war eine junge Frau, die in jungen Jahren ordinierte, und sie mühte sich ihr ganzes Leben ab, erleuchtet zu werden. Sie erreichte ihr Ziel erst, als eine alte, gebrechliche Nonne, als sie den Geierberg hochstieg. Auf dem Gipfel ankommend, lehnte sie sich erschöpft gegen einen Felsen. Und in dem Moment löste sich die schwarze Wolke der Unwissenheit auf. Oder da gab es Dhamma, die als Bhikkhuni ordinieren wollte, jedoch keine Erlaubnis von ihrem Ehemann bekam. Und so musste sie warten, bis ihr Ehemann starb. Danach ordinierte sie als Nonne. Wenn sie auf Almosengang ging, musste sie auf einen Stock gestützt gehen, da ihr Körper schon so gebrechlich und alt war. Eines Tages, als sie vom Almosengang aus der Stadt zurückkehrte, stolperte sie und sie fiel hin. Doch da sie immer noch achtsam war beim Hinfallen, gewann sie Einsicht in das Entstehen und Vergehen aller Vorgänge, sowohl als auch in die Zerbrechlichkeit ihres alten und ausgemergelten Körpers. Diese Einsicht kulminierte in der Erleuchtung. Auch sie wurde ein Arahant. Eine andere Nonne, die sich 7 lange Jahre abkämpfte, war die ehrwürdige Siha. Sie wurde die ganze Zeit von Begehre und Verlangen heimgesucht, obwohl sie nach den Anweisungen des Buddhas praktizierte. Ihr Herz wurde von Verlangen verzehrt. Während 7 Jahren hatte sie keinen einzigen Moment des Friedens, weder am Tage noch in der Nacht. Schließlich war sie so niedergeschlagen und deprimiert, dass sie sich ein dickes Seil nahm und in den Wald ging. Das eine Ende band sie an einem Ast fest, am anderen Ende machte sie eine Schlinge. In dem Moment, als sie sich die Schlinge um den Hals legte, war ihr Herz von allem Verlangen vollständig befreit. Könnt ihr euch vorstellen, was es heißt, während 7 Jahren, Tag und Nacht, von Verlangen gefoltert zu werden? Ihr wisst schon, wie es ist, wenn man während 45 Minuten von einer unangenehmen Empfindung oder Emotion heimgesucht wird. Und so 7 Jahre. Hier sehen wir wieder einmal mehr, dass eine der wichtigsten Qualitäten auf dem spirituellen Weg Ausdauer und Geduld sind. Es ist eine lange und anstrengende Reise, die viel Kraft und Ausdauer verlangt, auch eben in den schwierigsten Zeiten durchzumachen und weiterzumachen. Wenn wir erfahren, wie viele der Frauen nur unter der größten Anstrengung und geduldiger Ausdauer die Befreiung erlangten,
so kann das für uns ein Ansporn zum Weitermachen sein, auch wenn der Fortschritt nicht so offensichtlich ist. Der Buddha hatte ein Beispiel gegeben, wie die geistigen Befleckungen langsam abgetragen werden müssen. Auch wenn der Griff einer Axt langsam abgenützt wird, so kann der Schreiner doch nicht sagen, so viel ist heute abgenützt worden und so viel die letzte Woche. Obwohl er das so nicht sagen kann, ist es doch ganz offensichtlich, dass nach einer gewissen Zeit der Griff abgenützt ist. In derselben Art und Weise kann eine Person, die die Anweisungen des Buddha in die Tat umsetzt, die geistigen Befleckungen Stück um Stück abtragen, auch wenn die einzelnen Stufen in diesem Prozess nicht sichtbar sind. Wenn wir geduldig und heiter die Momente des scheinbaren Rückschlages ertragen und wenn wir mit großer Bestimmtheit weitermachen, so gibt es keine Zweifel, dass die Resultate anfangen werden, sichtbar zu werden. Und in geraumer Zeit werden sie alle und vollständig sichtbar. Bis jetzt handelten alle die Geschichten von Nonnen oder Frauen, die zur Zeit des Buddha lebten. Zum Schluss dieses Vortrages möchte ich noch ein Beispiel anfügen von einer Nonne, die immer noch lebt. Und zwar ist es Do Dhammavati, eine nepalesische Nonne in der Theravada-Tradition. Und sie lebt in Kathmandu, in Nepal. Was ich ganz besonders bewundere an der Lebensgeschichte von Do Dhammavati, ist die Bestimmtheit, mit der sie machte, was sie auch wirklich wollte. Heute ist sie die Vorsteherin, die Äbtin von zwei Klöstern, eines in Kathmandu und das andere in Lumbini. Das liegt im Süden von Nepal und ist auch der Ort, wo der Buddha geboren wurde. Do Dhammavati wurde in eine reiche Familie in Patan geboren. Patan, das ist eine kleine Stadt neben Kathmandu. Schon in einem sehr frühen Alter begann sie sich für die Lehre des Buddha zu interessieren. So begann sie Pali zu lernen mit einem nepalesischen Mönchen, der früher in Burma studiert hatte. Als sie etwa 12 Jahre alt war, vernahm sie, dass es in Burma sehr viele Nonnen und als Nonne ordinieren wollte. Doch der Vater gab ihr die Erlaubnis nicht. Natürlich war sie sehr enttäuscht und so suchte sie nach einem anderen Weg zu gehen. Mit Hilfe ihrer Mutter und einer ihrer Tanten floh sie schließlich mit den zwei besten Freundinnen. Als der Vater am nächsten Tag von einer Geschäftsreise aus Kathmandu zurückkehrte und sah, dass seine Tochter nicht mehr da war, setzte er sofort zur Suche ein. Zu jener Zeit, das war in den späten 40er Jahren, gab es nur ein paar wenige Autos im Kathmandu-Tal. Es dauerte einige Zeit, bis der Vater ein Auto organisiert hatte, so dass er ihnen zum Straßenende auf der anderen Seite des Kathmandu-Tales folgen konnte. Und dort gab es eine Sperre, die man nur bei Tag und mit einem speziellen Ausweis passieren konnte. Do Dhammavati und ihre zwei Freundinnen schafften es gerade noch, bevor die Sperre geschlossen wurde. Ihr Vater kam zu spät und das rettete sie vor ihrem Vater. Sie hatten eine sehr abenteuerliche Reise nach Kusinagara. Das ist in Indien und das ist der Ort, wo der Buddha gestorben war. In Kusinagara
da hatte es auch ein burmesisches Kloster und dort gingen sie hin. Sie hofften, einen Pass und ein Visum für Burma dort zu bekommen. Doch das war gar keine einfache Sache. So lebten sie weiter dort, sie fuhren fort mit dem Pali-Studium und sie begannen auch Burmesisch zu lernen mit den dort ansässigen burmesischen Mönchen. Es war auch dort zu jener Zeit, dass die drei als Nonnen ordinierten. Sie hofften, dass es so vielleicht einfacher sein würde, den Pass und das Visum zu kriegen. Nachdem sie etwa 5 Monate dort gelebt hatten, da kam die Mutter der 2 Freundinnen sowie ein Angestellter ihres Hauses, um die Mädchen nach Kathmandu zurückzuholen. Dodamawati weigerte sich, zurückzugehen. Doch ihre 2 Freundinnen, die hatten keine Wahl. Sie mussten mit ihrer Mutter zurückgehen. Als ihre 2 Freundinnen abgereist waren, da ging Dodamawati zum dort lebenden Mönch. Sein Name war Udamavuda und sagte ihm, dass sie immer noch nach Burma gehen wolle und dass er sein früheres Versprechen halten solle. Udamavuda hatte den dreien versprochen, sie unter allen Umständen nach Burma zu bringen. Wir sollten uns daran erinnern, dass Dodamawati zu jenem Zeitpunkt erst 14 Jahre alt war und dass die Reise in jenen Orten wirklich noch ein Abenteuer war. Aber sie war entschieden zu gehen. Sie wollte ihren Plan in die Tat umsetzen. Nichts konnte sie zurückhalten. Der Mönch hatte keine andere Wahl. Er musste sein Versprechen einhalten. Da sie ihren Pass in Kusinagara nicht erhalten konnten, reisten sie nach Kalkutta, in der Hoffnung, dass es dort einfacher sein würde. Doch auch dort schien es unmöglich, einen Pass zu kriegen für Dodamawati, da sie noch zu jung war. Und Dodamawati beharrte immer noch darauf, dass sie gehen wolle und dass Udamavuda sie unter allen Umständen dorthin bringen müsse. Ohne einen Pass war es natürlich unmöglich, mit dem Flugzeug zu gehen oder ein Schiff zu nehmen. Was übrig blieb, war der Landweg. Und so verließen sie Kalkutta und reisten nach Assam, an die indisch-burmesische Grenze. Kurz nachdem sie Kalkutta verlassen hatten, kam eine andere Suchpartei, die ihr Vater losgeschickt hatte. Der Abt des dortigen Klosters, er schwieg über das Verbleiben von Dodamawati. Wahrscheinlich sah er voraus, dass Dodamawatis Aufenthalt in Burma von großem Nutzen für sie und ihr Land sein werde. An der Grenze zu Burma trafen die beiden auf eine Gruppe von Elefantenhändlern, die Elefanten verkauft hatten und die nun wieder zurück nach Burma gingen. Dieser Gruppe schloss sich Dodamawati und Udamavuda an. Es war ein sehr, sehr anstrengender, sechstägiger Marsch durch den Dschungel. Doch die Elefantenhändler, die kannten den Weg und den Dschungel gut und sie kümmerten sich auch um die beiden. Die beiden waren wohlbeschützt vor allen Gefahren des Dschungels. Nach 6 Tagen erreichten sie Michina. Das ist die erste größere Ortschaft auf der burmesischen Seite. Dodamawati war sehr erstaunt, eine Gruppe von nepalesischen Gorkha-Leuten dort anzutreffen. Natürlich war die Freude sehr groß und sie begrüßten sich herzlich. Doch dann fanden es die Leute seltsam, dass ein burmesischer Mönch
mit einem jungen nepalesischen Mädchen, auch wenn sie Nonne war, zusammen unterwegs war. So riefen sie die Polizei und sie steckten Udamawati ins Gefängnis. Udamawati versuchte, ihnen die ungewöhnlichen Umstände ihrer Reise zu erklären. Doch es nützte alles nicht. Der Hauptpolizeiposten von Rangoon, der Hauptstadt, verlangte, dass Udamawati nach Rangoon geschickt würde. Udamawati hatte ein paar Leute in Rangoon, die er kannte, und so schickte er ihnen einen Telex, in dem er sagte, dass sie sich um Udamawati kümmern sollten. Und glücklicherweise hatte einer dieser Leute Beziehungen zum Polizeihauptposten. Und es dauerte gar nicht so lange, bis Udamawati wieder frei war. Und es gelang ihm auch, einen Pass für Udamawati zu kriegen. Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, brachte er sie in ein sehr angesehenes Nonnenkloster, das etwas südöstlich von Rangoon liegt, ein Kloster in Moulmein. Dort studierte sie für insgesamt 13 Jahre. Sie legte all die verschiedenen Examen ab, die die Nonnen und Mönche in Burma ablegen. Und sie legte auch das Dhammacharya-Examen ab. Dieses Examen ist notwendig für burmesische Nonnen und Mönche. Dieses Examen müssen sie bestehen, um eben auch öffentlich Belehrungen und Vorträge geben zu können. Und Udamawati passierte das Examen. Auf Wunsch ihrer Familie kehrte sie dann schließlich 1963 nach Kathmandu zurück. Dort wurde sie natürlich von ihrer Familie und ihren Freunden und Freundinnen ganz herzlich begrüßt. Sie begann, ein Nonnenkloster zu bauen, das Dharmakirti-Kloster in Kathmandu. Und gleichzeitig begann sie auch, ihren wenigen Nonnen und Laien, Anhängerinnen und Anhängern Belehrungen und Vorträge zu geben. Sie fand nie einfache Bedingungen vor, doch dank ihrer unerschütterlichen und zielgerichteten Bestimmtheit, zusammen mit einer nie nachlassenden Energie, schaffte sie es, eine ganz aktive Gemeinschaft von Theravada-Nonnen und Laienanhängerinnen und Anhänger aufzubauen. Erst kürzlich konnte sie eben das zweite Kloster in Lumbini eröffnen. Für uns, noch weit entfernt vom Ziele der Befreiung, kann es ein Ansporn und eine große Unterstützung sein, die Leben dieser Frauen zu betrachten. Mit ihrem Beispiel stärken sie unser Vertrauen in die befreiende und transformierende Kraft des Dhamma. Ihre Lebensgeschichten zeigen, dass die spirituellen Ideale der Lehre nicht nur intellektuell nachzuvollziehen sind, sondern dass sie eben von allen Menschen und wir eben auch erreicht und umgesetzt werden können. Wir sehen, dass auch sie als ganz gewöhnliche Menschen begannen. Sie hatten dieselben Schwierigkeiten, Hindernisse, dieselben Zweifel wie wir. Durch ihre unermüdliche und ausdauernde Praxis konnten sie alle Schwierigkeiten überwinden und das erhob sie zu wahren, edlen Menschen. Dank der Universalität der Lehre des Buddha können auch wir sie in unserem Leben anwenden. Und durch die transformierende Kraft können auch wir etwas liebenswürdiger, mitfühlender, rücksichtsvoller und weiser werden.
Wenn wir jetzt die Samen unserer Praxis von Großzügigkeit, ethischem Verhalten, liebender Güte, Mitgefühl und Weisheit aussehen, ist es sicher, dass wir die Früchte bald ernten können. Was wir brauchen, ist Geduld und Ausdauer, wenn Schwierigkeiten hochkommen, sowie Vertrauen in die Wirkungskraft dieser Praxis.